Herzlich willkommen zunächst mal meines Destiny 2 Live for Let's Plays. In diese Part werden wir Gambit machen und damit ab rein geht's. Ja, hier. Ding, 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 ding. Wächs auf dem Feld. Wenn du wächst, fangen statt töten würdest, könnten wir die Stromversorgung der Stadt verdoppeln. Was auch immer. Guck mal, was uns diesmal erwartet. Jetzt erspüre man natürlich noch schön in die Wand. Weil das macht man ja auch so. So, das heißt, jetzt hier im Depot brauchen wir dann erstmal die ersten Mengen Partikel. Natürlich direkt auf so ein 15er Stack. Vorausgesetzt, man kriegt auch überhaupt mal einen, den man gerade versucht zu bekommen. So. Schön erstmal die ganzen 8er, 9er Stack. Da haben wir schon die 10er, das heißt einen mittelgroßen Block halt mal. Und ja komm. Die 12er kann man auch noch gerade mitnehmen. Okay, das war vielleicht extra dumm. Oder doch nicht. Okay. Das heißt, jetzt haben wir schon direkt einen großen Blocker, den wir den vor die Nase knallen können. Also, ab rein da. Erster Block. Und komm her. Und so. Weg das Ding. Und da kommt auch direkt die nächste Hydra, die wir platt machen können. Und natürlich haben wir direkt auch so einen vor die Nase bekommen. Ja gut, dann aus der jetzt. Was will man auch anderes erwarten hier? Ich bin es wäre auch zu schön gewesen, wenn die anderen auch noch einen Blocker reinballern könnten. Na natürlich. Schwinden die gerade im letzten Moment, bevor ich die bekommen kann. So. Da haben wir direkt schon mal den nächsten 15er ready. Das heißt, jetzt müssen wir einfach nur darüber gehen, die eindanken und dann können wir den nächsten holen. Stellt sich einer vor, Gambit spielen, wie man Gambit spielt. Irgendwie interessant, dass ich hier auf Ammo komplett durchfahren kann mit dem Commentary. Dann bei anderen Sachen teilweise einfach gar nichts mehr machen kann. Aber anders jetzt will man es vielleicht auch nicht gerade drauf anlegen. So oder so denke ich, werden das hier drei Runden. Je nachdem, wie lange das hier geht. Oder zwei. Eins von beiden wird es auf jeden Fall. Und dann ist das hier auch fertig. Okay. Das war's auf jeden Fall mit kleinen Blocker. Ja, gut. Irgendwie muss es ja auch so passieren. Wäre ein Wunder gewesen, wenn das jetzt vor Lauders geklappt hätte. Na, immerhin etwas konnte der Typ machen. So als wäre ich nicht genauso schlecht unterwegs. Oh, okay. So, hat man direkt schon wieder die nächsten vier. Ja, fantastisch. Okay, das war es vielleicht auch nicht gerade so. Oder doch? Ah, ein Zehner. Okay. Jetzt haben wir es. Okay, da musste ich jetzt kurz weg, aber so oder so haben wir die nächsten 15er ready. Das heißt, jetzt können wir fast schon das Ding voll machen. Wobei die Gegner auch nicht gerade relativ weit von uns weg sind. Den fehlen ja auch nur noch irgendwie so 10, jetzt ja 20 weniger als uns. Ja, komm. Und natürlich. Wenn man jetzt schlau ist, macht man 15er voll und knallt den doch vor die Nase. Okay, und jetzt schnell. Und das ist, wird auch genau das sein, was ich jetzt gleich machen werde. Vorausgesetzt, der Eindringling bekommt mich nicht vorher. Halbe Miete. Und da hat er auf jeden Fall die Super gezündet. Da hinten kommt er ja schon, oder? Ja, da ist er. Naja. Hätte ich gerade in dem Moment nicht nachladen müssen, dann hätte ich ihn auf jeden Fall noch bekommen.
Na gut, dann hast du jetzt. Das Ding haben wir jetzt in der Tasche. Von daher passt schon. So oder so. Ist jetzt auch gleich der zweite Gesandte hoffentlich tot. Ja. Einfach noch schön weggeschossen und dann jetzt auch noch das Schild weg von dem. Und dann rauf da. Ja, fantastisch. Das heißt, wir müssen jetzt einfach relativ schnell auf den draufrechnen und dafür sorgen, dass der Gegner keine von uns bekommt. Oder wenn halt so wenig, dass wir es direkt wieder ausgleichen können. Keine Ahnung, wo ich hier gerade stehe, aber ich scheine auf jeden Fall nicht mehr weiter nach hinten zu können. Okay. Yo. Na gut, ein anderer ist jetzt immer noch besser, als wenn mich der Eindringling bekommt. Da ist er ja auch schon. Und direkt. Ja, natürlich. Was? Was macht denn der da? Na. Und da soll er da direkt auf Anfang. Wo ist dann der jetzt? Na, der kann sich glücklich schätzen, dass ich ihn nicht gefunden habe. Naja, wohin zieht ich hier schon wieder? Ja, vielleicht sollten wir auch mal warten, bis man nachgeladen hat. Wenn man hier schon drauf gehen will. Ja. Das heißt, jetzt müssen wir möglichst schnell die Gesandten erledigen, dass wir jetzt wieder halt eben nach vorne kommen können. Und klar, wir führen gerade, aber das ist ja auch nicht gerade langatmig. So. Hätten wir das. Und einfach, um die erledigt zu haben. So, zack. Ja, komm, was willst du, hä? Ja, gerade für machen wir noch, aber das ist halt die Frage, wie lange hält das jetzt, wenn wir jetzt nicht hier weiter voran machen und direkt habe ich die alle von meiner Nase oder was. So, den ersten hätten wir, da kümmern wir uns direkt um den zweiten, vorausgesetzt der schießt jetzt nicht komplett weg, sage ich doch. Immer zum unpassenden Zeitpunkt und einfach damit der nicht im Weg gehen kann. Schön drauf da. Da hätte man das. So muss das. Das waren dann jetzt knapp 7 Minuten für das Damage. Also bei gleichbleibender Menge wird das noch eins. Ansonsten ja, zwei. Ja, komm, der Kleinkram. Jetzt holen wir uns den nächsten Sieg und dann ist das Ding auch gleich erledigt. Was will der hier? Auf, rein geht's in die nächste Runde. Holen wir uns noch in der Basis hier ein paar Partikel, wie so oft. Und dann geht das rein in die Bank. Und davon ab, ja, kommt auf jeden Fall noch so einiges. Ich bin nicht mehr lang und dann wird hier einfach an jeden Tag Content auf dem Kanal kommen. Auch nur so eine Sache, die nur so funktioniert, weil ich hier einfach am Vorproduzieren bin. Ich bin Mutterfest, dürfte ich dabei fertig haben, bevor überhaupt Phantom Liberty anfängt. Also halt eben, bevor das halt eben anfängt auf dem Kanal zu kommen, auf jeden Fall. Bevor Phantom Liberty rauskommt. Also, nee, Quatsch, hä? Punkt der Sache ist auf jeden Fall, dass ich Motorfest die Tage eigentlich schon durchschauen werde, also zumindest die Playlist, und Phantom Liberty dann relativ kurz danach an den Start geht, also was jetzt zumindest die Aufnahme angeht, hat an sich werden dann wahrscheinlich erst später rauskommen. Ja, komm, einfach komplett daneben. So. Komm her. Ja, ne, diese Geschütztürme nerven auch einfach nur maximal. Ich
will nicht den Bein so schnell kaputt, dass man einfach gar keine Chance hat mitzuhalten. So, jetzt haben wir den 15er. Wenn wir schon gerade dabei sind, können wir ja noch ein bisschen Muni mitnehmen. Die können wir ja auch noch gebrauchen. Ein paar von einem Eindringling oder sonst sowas. Bitte sagen wir jetzt nicht der. Ich bin mal schon fast 15er. Da kann man auch die letzten zwei holen, damit man da noch einen großen Block ein schicken Stück hat, statt nur einen kleinen. Quatsch, mittelmäßigen. Ja. Und dann mal die nächsten. Nö. Direkt weg mit dem Drecksding. Ja. Und mal den ersten Blocker vor uns vor der Nase. Ja, das war nicht gerade gut getroffen. Aber dafür hat man den erledigt. Und das ist eigentlich das Wichtigere an der gesamten Geschichte. Boah, natürlich. Gerade nochmal so gerettet. Auch wenn die trotzdem halt eben hart reinballern. So, und da haben wir direkt nochmal einen 15er voll. Das heißt, dann kann man. Okay, die kann gleich richtig. Die haben da schon noch richtig gut mit einer Menge. Ja, bringt halt nur wenig gegen die Leute hier. Na komm, ne. Oh je. Wo hab ich hier gerade hingeschossen? So, haben wir den letzten Drecksviecher weg. Da machen wir es halt so. Ja, wo ist der dann, huh? Da, okay. Okay, ja. Und da haben wir fast den Uhrzeiter wieder. Ach komm, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ne. Da ist sowas von weg hier. Ach, sie können jetzt eh wahrscheinlich die Bank voll machen. Sage ich ja. Das heißt, die Uhrzeitler dürften. Also die Gesandten meinte ich, die sind hier drüben. Okay. Was zum. Das hat jetzt gerade ein ernstes den Move gebracht. Was Klingenfeuer verschwendet. Ja, okay. Ja, aber vorher müssen wir erstmal den Eindringling noch kurz schnell aus dem Weg räumen. Wo ist der? Okay. Ja, ich hab mich erledigt. Es ist herrlich, sowas. Und jetzt müssen wir im Kopf rennen, wer zuerst den Uhrzeitablatt machen kann, was wahrscheinlich an die geht, weil die halt eben früher das Ding bekommen haben. Ja, okay, das war's nicht. Immer doppelt verfehlt. Und jetzt müssen wir richtig nachholen. Ja, okay. Also da muss auf jeden Fall noch jemand bei uns bei den Rennen, damit man die halt eben nochmal erledigen kann. Okay, Barriere. Es ist da oben, okay. Das heißt, jetzt müssen wir die ganz schnell wegfetzen, damit man hier möglichst noch eine Chance hat auszugleichen. Also ist das so das Ding. An sich kann der in unserem Team zwar die. Ja, wow. Ja. Jetzt müssen wir da richtig nachholen. Wenn wir das Ding noch gewinnen wollen. Oder wir brauchen halt einen Eindringling, der auch wirklich Gegner erledigen kann. Ja. Oder die Gegner kommen hier nochmal rüber und dann machen sie uns komplett fertig. Das geht auch. Ah. Wirklich sehr schön, ja. Okay, das war dumm. Jetzt muss der mindestens noch einen erledigen und dann könnte man eigentlich noch genug Zeit rausholen. Oder doch nicht. Okay. Nett. Naja. 50-50.
Ich würde eigentlich erstmal doch sagen, das reicht für den Part. Also vorerst gehen wir den noch über die Wertschätzung. Und damit würde ich auch erstmal sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.